Eines gefällt mir daran wirklich ganz besonders, dass junge Menschen hier die eingetretenen Pfade verlassen, Dinge neu denken, und ich glaube, das ist der Weg, wie wir Herausforderungen heutzutage bewältigen können. Absolut perfekt gebracht. In jeder Beziehung. Also sowohl darstellerisch, die Kostüme sind herrlich. Und auch also die öffentliche Meinung, die ein bisschen das Publikum aktiviert, ist eine sehr, sehr gute Idee. Also die Regisseurin kann Musiktheater machen. Ich finde es einfach großartig und sehr spaßig inszeniert. Also kann sich mit Salzburg direkt vergleichen, weil wir haben es vorher gesehen, Salzburg gesehen. Ja, Vergleich ist ein Problem. Da kann man nicht vergleichen. Aber ich finde es großartig, dass es in Beethoven stattfindet. Ich finde das jugendlicher. Also mir gefällt es sehr gut. Es ist einmal ganz was anderes und die wilde Mischung, finde ich, ist korrekt. Passt. Passt das zu einer Oper? Es ist ja eigentlich mehr Operette, aber passt so eine moderne Auffassung zu einer Operette? Ja, für mich absolut. Also ich freue mich immer, wenn es modern inszeniert ist. Ja, sehr angenehm, dass da auf drei Ebenen, glaube ich, sogar gespielt wird. Ja. Ist ein wunderbares Bild von der Zuschauertribüne. Ist perfekt gestaltet, die Aufführung, wie immer. Diana legt sehr viel Engagement hinein. Und das ist ja ganz wichtig, und ich glaube, das ist auch wichtig für die Besucher, dass man sieht, dass man auch am Land mit einer Oper realisieren kann. Ja.